Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zur Vorschau auf Battlefleet Gothic Armada 2, den Chaos-Kampagnen-DLC, der am 24.06.2019 erscheinen wird. Ich habe hier die Gelegenheit schon mal vorab drauf zu schauen, euch das Ganze vorzustellen und wir werden jetzt auch gleich ein klein wenig über die speziellen Spielmechaniken des Chaos sprechen, die natürlich hier auch Einzug halten, denn das Chaos funktioniert anders natürlich als das Imperium, die Necrons oder die Tyranniden. Vorher allerdings Hashtag Werbung, ne, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, ihr könnt euch natürlich dieses DLC gerne ganz normal überall holen, wo ihr wollt. Ich empfehle euch allerdings an der Stelle Games Planet, auch wenn ich momentan noch nicht so genau weiß, was es genau kosten wird, aber falls ihr es euch so oder so holen wollt, ich gehe momentan davon aus, dass es bei Games Planet günstiger sein wird als auf dem normalen Steam und darüber hinaus ist es ein legaler Shop. Ihr unterstützt also damit quasi direkt die Publisher und ihr unterstützt darüber hinaus auch noch mich, denn ich bekomme da so einen kleinen Affiliate-Obolus dafür, dass ich quasi hier Werbung dafür mache. Der ist allerdings im Preis schon mit drin, den bezahlt nicht ihr, der ist also quasi schon im Kauf mit inbegriffen. So viel zu dem Thema, meine Damen und Herren. Wir wollen jetzt loslegen, gehen in die neue Kampagne hinein und schauen uns jetzt hier mal das Chaos an. Hier, den Chaosgöttern zu Diensten. Der 13. Schwarze Kreuzzug hat den Wirbel des Chaos verlassen. Die Verteidigungsanlagen am Tor von Cadia zerschmettert und die Verteidiger des Imperiums ins Wanken gebracht. Da Kriegsherr Abaddon jedoch von uralten Blutfäden eingenommen ist, lässt der Griff seiner Leutnants über die Aegis Ocularis nach. Der Held des Gothic-Krieges, Admiral Spire, droht hart erkämpfte Siege ungeschehen zu machen. Das Lachen der Chaosgötter erfüllt den Sternenhimmel und das Schicksal liegt in den Händen von Malus Vrykan, Champion der Legion der Worldbearers. Ich nehme mal an, das sind dann wohl wir. So, und da unten sind es hier quasi die Kampagnen oder Spielmechaniken, sage ich jetzt mal, der Chaos-Fraktion. Gabe des Chaos. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Währung, die genutzt werden kann, um Flüche der Chaosgötter freizuschalten und gekennzeichnete Chaosflotten zu kaufen. Sie können Gaben von jedem der Götter erhalten, indem sie ihm Ziele darbieten oder in Missionen Sekundärziele abschließen. Also das ist tatsächlich so zu verstehen, dass ihr, es kann tatsächlich dazu kommen, dass ihr bestimmte Dinge tun müsst. In den Update-Notes steht zum Beispiel drin, also dass, wenn man eine Aufgabe für Korn erledigen muss, also das kann man sich glaube ich nicht aussuchen, sondern das ist random, dann bekommt man zum Beispiel die Aufgabe, dass man eine bestimmte Anzahl an Truppen durch Interaktion töten muss oder ja nicht mal unbedingt durch Interaktion, sondern einfach generell gegnerische Truppen einfach auf Schiffen ausschalten muss, also Korn gefällig im Grunde. Bei Nurgle müssen wir gegnerische Schiffe rammen und eine entsprechende Menge an Schaden an diesen Schiffen verursachen. Slanish wirkt ein bisschen komisch, das ist irgendwie dieses dunkle Ritual, das darf einfach nur nicht geentert werden, also ein bestimmtes Schiff wird am Anfang irgendwie bestimmt und das darf auf gar keinen Fall während der Schlacht vom Gegner geentert werden. Ja, ich gehe mal davon aus, das hält man dann einfach irgendwie zurück, das ist momentan so mein Plan. Aber was wiederum cool klingt, ist das Portal des Tsinch. Da muss man nämlich ein Chaosportal gegen die Angriffe des Feindes verteidigen, als Sekundärmission wohlgemerkt. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Und dann gibt es noch diese gemarkten Flotten, die im Grunde, wie so eine Art Bonus- oder verbesserte Chaosflotten sind. Also die werden stärker, die haben irgendwelche Boni. So als kleines Beispiel könnte zum Beispiel ein Korn-Berserker-Upgrade, wie es hier in den Patchnotes steht, dazu führen, dass man eine erhöhte Chance für kritischen Schaden bei Interaktion hat, und zwar um bis zu 20%. Das ist aber nur mal so ein Beispiel, ne? Also wie genau das abläuft, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Dann gibt es hier noch Flüche der Chaosgötter. Durch Zahlung der Gaben des Chaos werden in der Kampagne systemweite Effekte aktiviert. In einem System können Korns Zorn, Nurgles Fäulnis, Slanish Lügen und Tsinchs Wandel gleichzeitig aktiv sein. Ja, das sind dann letzten Endes ja irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die dann wahrscheinlich, warte mal, hier habe ich es glaube ich gerade sogar, ich habe es sogar gefunden, genau hier, also zum Beispiel jetzt hier bei Nurgle's Rod, ich lese es mal auf Englisch, war Nurgle's Atropic Influence worms its way into the enemy's fleet, reduces their fleet power of the fleet and in the enemy's system. Also ihr könnt im Grunde sozusagen die gegnerische Flotte irgendwie mit einer Krankheit infizieren und dadurch senkt sich ihre Kampfkraft
Und ich nehme mal an, dass sich das dann wahrscheinlich durch das Senken der Lebenspunkte der Schiffe oder sowas oder irgendwas in der Art und Weise darstellen wird, sodass man die dann leichter bekämpfen kann. Bei Khorne's Anger kann man zum Beispiel eine gegnerische Flotte taunten, sodass die gezwungen wird, ein bestimmtes Gebiet von euch anzugreifen, wo ihr zum Beispiel eine geile Verteidigungsstellung aufgestellt habt. Ne? Wir hatten das ja schon häufiger bei den Necrons, bei den anderen Fraktionen, dass wir da ganz, ganz massiv immer drauf gewartet haben, wann kommt endlich der Angriff der gegnerischen Fraktion? Ich will doch jetzt endlich den Gegenangriff durchführen. Und dann könnt ihr quasi einen solchen Angriff einfach einleiten und der Gegner, ja, muss ihn ausführen. Dann gibt es noch im Grunde sowas Ähnliches, nur im Passiv. Slanish Slavery heißt das. Da könnt ihr im Grunde eine feindliche Flotte einfach dazu zwingen, von einem verbündeten Gebiet in ein anderes verbündetes Gebiet in Reichweite sich zu verlegen. Also ihr könnt einfach sagen, quasi, ja, ihr geht es darüber und dann wird quasi ein Gebiet für euch leichter einnehmbar. Und am Ende gibt es noch Scene Shifting. Das sorgt dafür, dass ja irgendwie eine Invasion dort stattfindet, also ihr könnt eine Invasion auslösen, wie das genau sich darstellt, was da eine Invasion auslöst, also das scheint so ein bisschen KI getriggert zu sein, das werden wir noch festzustellen haben. Und zum Schluss gibt es noch gekennzeichnete Chaosflotte, ja, im Austausch gegen die Gaben, achso, das haben wir ja schon vorgelesen. So, ja, und für euch noch interessant zu wissen ist natürlich, wie kann man solche Chaosgeschenke sich verdienen. Ja, man muss im Grunde ganze Sternsysteme oder Planeten im Grunde den Chaosgöttern opfern, in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass sie dann quasi für euch nicht mehr benutzbar sind. Also ihr könnt für Khorne das Ganze ruinieren, ihr könnt es versklaven für Slaanesh, ihr könnt es quälen für Tsiinch oder ihr könnt es kontaminieren für Nurgle. Das hat letztendlich einfach den quasi den der Vorteil für euch, dass ihr dann quasi die entsprechenden ja, Chaos-Punkte keine Ahnung, einen Score halt einfach bei dem entsprechenden Chaosgott bekommt. So Payback-Punkte bei den Chaosgöttern. Und dann könnt ihr zwar das immer noch ausbauen, aber so wie ich das rauslese, dauert es dann länger, diese auszubauen, weil die halt dann so ein bisschen geprügelt sind. Das heißt also, ihr habt dann Qual der Wahl, ob ihr das machen wollt, um Chaos-Gifts zu bekommen oder ihr verzichtet einfach drauf. Ich würde mal sagen, wir spielen das Ganze jetzt hier einfach mal auf Mittel an. Lassen hier die ganzen Einstellungen hier so, wie sie so standardmäßig sind. Und damit beginnen wir. My name. What is my name? Of the Dark Gods. Mankind languishes in a tumultuous galaxy, its potential shackled by a corpse on a gilded throne. We must look to the past for our salvation. To the primal gods who shape all that is. Let there be war upon this false Imperium. Let the galaxy burn.
So, wir haben jetzt hier unser allererstes System. Wir müssen jetzt hier den Chinchar-Sektor einsetzen. Ihr seht es hier, wir haben jetzt hier diese vier verschiedenen Punkte hier. Das sind die verschiedenen, ja, Göttersegnungen. Das hier dürfte Korn sein, das hier dürfte Nörgel sein, das hier dürfte Slanisch sein und das hier Zinsch. Haben wir momentan natürlich noch 0 Punkte. Ihr seht, das sieht ansonsten auch bis jetzt erstmal genau gleich aus. Hier haben wir eine erhöhte Reparatur von 20%. Festung der Wordbearers sorgt dafür, dass wir auf Stufe 1 20, auf 2 40 und auf 3 80 Korruption pro Tag bekommen. Korruption scheint unser Einkommen zu sein. Geilo. Wir verdienen unser Geld nicht, wir korrumpieren es. Selbst das Geld wird korrumpiert. Och, hört, wie süß. Darüber hinaus gibt es noch die Reparaturrate 10, 15, 20% hier hoch und dann noch die Truppenregeln, so ein 1, 2, 3. Aber ihr seht, da gibt es noch so ein paar Beta-Fehler. Einfach mal ignorieren, die werden wahrscheinlich später ausgemerzt. So, öffnen wir die Ruhmesanzeige, die bei uns hier wie folgt aussieht. Wir haben auf Stufe 1 natürlich die leichten Kreuzer, auf Stufe 2 haben wir dann hier wahrscheinlich die Kreuzer, dann haben wir wahrscheinlich hier die Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer und Schlachtschiffe ab Stufe 9. Das ist auch schon relativ früh, wie ich persönlich finde. Dann können wir hier Manöverdüsen machen, das kennen wir genauso vom Imperium, erhöht die Drehgeschwindigkeit der Schiffe. Höllische Energie Hauptadern erhöht die Geschwindigkeit des Schiffes um 25% statt um 50%, wenn es kritisch beschädigt ist. Boah, das ist wieder so eine Nice-to-Have-Sache, ne? Dann Warp-Plasma-Schubdüsen senkt die Kosten für Manöver um 25%. Ja, das ist halt sehr viel Micromanagement. Ist auch nichts, was mich irgendwie so rockt. Zumindest nicht gegen die KI im PvP, also gegen andere Spieler kann es vielleicht nützlich sein. Und falls wir den richtigen Planeten hier quasi besetzen, dämonische Triebwerke, das Manöver volle Fahrt voraus, erhöht die Geschwindigkeit um zusätzliche 30%. Das ist wiederum nice, um noch schneller zu sein. Die Generatoren hier können wir verbessern, und zwar durch den Warp-Antrieb. Wenn der Schild des Schiffes vollständig aufgefüllt ist, erleiden alle feindlichen Schiffe in einem Radius von 4500 Einheiten einen Moralverlust von 75. Das ist ehrlich gesagt nicht mal schlecht, aber man muss halt extrem im Nahkampf sein, ne? 4500 Einheiten ist halt die kürzest denkbare Distanz. Dann haben wir noch die mutierten Schildgeneratoren, erhöht den Schildwert um 25%. Oh, das finde ich nice. Und hier Hilfsschildkondensatoren, erhöht die Schildregenerationsgeschwindigkeit um 25%. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Pfad, der gefällt mir hier sehr, sehr gut. Eine Sache, die mich übrigens irritiert hat, ihr habt ja gesehen, ne, dass es immer wieder zu Blitzschlägen gekommen ist, obwohl Schilde oben waren. Jetzt frage ich mal an euch da draußen, weil ihr ja denn doch die größeren Fachleute seid, was Battlefleet Gothic Armada angeht. Ist das normal, dass Chaos Schilde, auch wenn sie bei 100% sind, von Blitzschlägen durchdrungen werden können? Weil sie sich irgendwie unterscheiden von denen des Imperiums? Oder ist das aus eurer Sicht ein Bug? Wenn es ein Bug ist, hoffe ich, dass er natürlich noch gefixt wird. Aber es war schon ein bisschen verwirrend, das zu sehen. So, dann haben wir noch das Deck. Das können wir verbessern durch fanatische Hingabe. Ja, reduziert die Abklingzeit von unseren Befehlen und Stellungen um 10%. Ja, braucht man eigentlich nicht wirklich. Besessene Schiffstellungen können verwendet werden, selbst wenn das Deck zerstört ist. Das ist wiederum unter Umständen nett, wenn es dann tatsächlich mal funktioniert, beziehungsweise leider ja nur dann, wenn es zerstört ist, ne? Wenn es beschädigt ist, kann man sie nicht verwenden, aber dann geht der Perk nicht. Und das ist, naja, auch eher so nice to have, dann sage ich jetzt mal, wenn man sonst nichts mehr anderes übrig hat zum Skillen. Dämonisches Blut. Das Schiff erleidet keinen Moralverlust, wenn sein Deck zerstört ist, braucht man auch nicht wirklich. Also, diese, man könnte im Grunde sagen, dass die gesamte Deck-Skillung hier ist eigentlich mehr als tertiär. Also, einfach mal ganz hinten anhängen. Da würde ich sogar noch die Triebwerke voll machen. Hülle, nasser Rumpf. Die Effektdauer von Feuer an Bord wird um 25% verringert. Das ist sehr nützlich. Zusätzliche Türme, ja. Wann hat man das schon mal gebraucht? Brauchen wir wahrscheinlich, um hinzukommen, um den Panzerungswert des Schiffes um 2% zu erhöhen. Das kann wiederum was reißen. Ich habe bis jetzt nie wirklich irgendwie gemerkt, dass es mit den Türmen irgendwie Sinn macht. Die Bewaffnung am Ende noch. Da haben wir noch die meisten Sachen drin. Macht ja auch irgendwie Sinn bei Chaos. Dämonischer Blick. Der Malus auf die, ich muss immer so, gerade eben mit Malus und so weiter und so fort, habe ich aus irgendeinem Grund gerade eben bei Warhammer immer so Namensverbindungen, Malus Darkblade und so, muss ich immer ein bisschen aufpassen. Der Malus auf die Genauigkeit von Makrowaffen wird halbiert, wenn von jenseits der mittleren Reichweite gefeuert wird, also innerhalb von 9000 Einheiten. Das heißt also, die werden genauer auf kurze Distanz, oder in dem Fall halt auf mittlere Distanz bis kurze Distanz. Schlagfertiges Schiff.
Abklingzeit der Fertigkeit Geschwader und Torpedos von 10%. Und das kann nützlich sein, um schneller Landebuchten und Torpedolauncher in den Start zu bekommen. Dann haben wir noch Höllendrache-Schmiede. Bei der Ausführung einer Interaktion wird die Chance auf einen kritischen Angriff um 20% erhöht. Das ist interessant natürlich, wenn man das mit Korn noch kombiniert, ne? Und, also mit dem Kornmark, das ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Generatorüberladung. In der Aufschaltenstellung wird die kritische Chance von Lanzen um 50% erhöht. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Wenn die Schilde unten sind, dann tut das natürlich dem Gegner richtig böse weh. So, aufgebessert kann es noch werden hier mit verpanzerdurchdringender Munition. Auf kurze Reichweite, 4500 Einheiten, wird die Panzerung Ziels gegen Makrowaffen um 15 verringert. Ausgeweitetes Teleportatorium. Wir können zusätzlich eine Angriffsaktion mit Blitzschlägen durchführen, also in dem Fall 3 statt 2. Und Disruptorüberladung. Der Schaden, den die Waffen des Schiffes an den feindlichen Schilden anrichten, wird um 10% erhöht. Rumpfkautorisierung wird bei Nekronschiffen 10 Sekunden verzögert und so weiter und so fort. Also ihr seht, das ist halt einfach gegen die ganzen Schilde und gegen Kautorisierung sinnvoll. Und last but not least haben wir noch den erweiterten Hangars, einen zusätzlichen Angriff mit Start- und Landebuchten durchführen oder Chaos Space Marines. Bei der Ausführung eines Angriffs wird die Chance auf einen kritischen Angriff um 10% erhöht. Ist natürlich ideal mit dem hier zusammen und dann auch noch, also das ist der Pfad, den man gehen will, wenn man hier ein Corny-Schiff machen will. Aber ihr seht jetzt, das ist hier die Auswahl an Schiffen, die uns hier zur Verfügung steht. Wir haben jetzt hier momentan zwei Idolators. Die Idolators kosten hier 42. Die sind hier dieser Gestalt bewaffnet. Wir sehen jetzt hier leichte Lanzenartillerie und viermal leichte Raketentürme. Wir könnten allerdings auch Infidels nehmen. Die haben dann dafür einen Torpedowerfer. Halte ich relativ wenig davon. Leichte Raketentürme, genau das gleiche. Dann gibt es hier noch die Inconclast. Die ist mit 39 die günstigste, hat dafür aber 6 leichte Raketentürme. Und dann haben wir noch ganz oben die Apostate. Das ist das, was wir gerade eben in der Schlacht gesehen hatten. Die haben zwei leichte Lanzenartillerien. So, dann gibt es noch bei den leichten Kreuzern hier die Hellbringer. Die hat Start- und Landebuchten mit zwei Stück davon und zwei schwere Makrotürme mit 3 Läufen. Meine Fresse. Das ist jetzt wiederum mit den anderen Waffen zu vergleichen, ist schwierig, aber ihr seht ja auch, das sind schon mal hier die effizienten Genauigkeiten, also wie wahrscheinlich ist es, dass man trifft. Ihr seht quasi, dass auf mittlere Reichweite dann mit der entsprechenden Skillung, die ich vorhin schon angesprochen habe, der Malus halbiert wird. Das heißt, man kann dann auf 9000 Einheiten im Grunde genauso effektiv schießen, so wie ich das gerade überschlage, wie auf kurze Reichweite. Weil der Malus ist ja 40%, würde halbiert werden auf 20%, also wäre es dann wieder 80%. Hoffe ich mal, dass ich das richtig rechne. Aber auf jeden Fall ist es auf jeden Fall dann deutlich sinnvoller. Und dann haben wir noch die Hellbringer MK2. Die unterscheiden sich dadurch, die hat keine Start- und Landebuchten, aber dafür doppelläufige, schwere Lanzenbatteriewaffen. Außerdem, wie ihr seht, sind da auch noch hier, ja gut, das sind natürlich die Swift Death Jagdgeschwader noch in der normalen Hellbringer, denn genauso wie die Doomfire Bombergeschwader, also das sind wohl die Abfangjäger, das sind die Bomber, mit denen man dann quasi gezielt die Schiffe bombardiert. Und dann hier die Dreadclaw Geschwader, mit denen man, greift auch feindliche Geschwader und Torpedos an. Achso, ja, dann wird es hier quasi eine Angriffsaktion, also doch, das sind die Enterschiffe. Okay, das sind die Enterjäger, alles klar. Dann auf Stufe 3, da können wir auch mal später nochmal genau drauf eingehen, das hat noch die Slaughter, wie ihr seht. Ganz, ganz kurz für euch klicke ich einfach nur durch. Die Carnage, dann hier die Murder, Devastation, die Emasculator, dann gibt es noch die Schlachtkreuzer auf Stufe 4, die Archeron, die Hades, Styx, irgendwie nach einer Metal Party, ne? Die Kate. Auf der Panzerkreuzerstufe, Stufe 7, haben wir dann die Repulsive, Retaliator, Executor, Hellfire. Und dann auf den Schlachtschiffstufen haben wir dann die Desolator und die Despoiler. Wobei man sagen muss, von den Punktwerten her sind die gar nicht so tough, ne? Die sind ähnlich so wie die imperialen Schiffe, nicht wie die Space Marine Schiffe. Die Space Marine Schiffe waren ja deutlich teurer, wenn ich mich erinnere. Die waren bis zu 500, ne? Bin mal gespannt, was sie dann wirklich am Ende können. Okay, Leute, dann schauen wir uns mal die Punkte an, die wir jetzt hier bereits bekommen haben. Am Anfang bekommt man also gleich nach der ersten Schlacht, nach dem Erobern von Qin Sha hier, für jede Gottheit hier so einen Payback-Punkt. Und damit können wir uns jetzt hier auch gleich schon mal eine Flotte mit einer Marked Legion hier holen. Aber vorher noch mal ganz, ganz kurz der Überblick, ne? Es gibt hier ganz einfache Renegaten-Chaos-Admiräle.
Die haben relativ wenig Skill. Wie ihr seht, die kosten auch. Naja, sie kosten nicht wirklich weniger. Es sind halt im Grunde, so wie es aussieht, halt einfach relativ einfach gehaltene Admiräle. Dann können wir hier noch die verschiedenen Chaos-Legionen, wie zum Beispiel die Alpha Legion, die Iron Warriors, die World Bearers, die Roten Korsaren, die Night Lords und die Black Legion uns hier zulegen. Ihr seht hier alle mit so leicht anderen Charakteren, aber rein spielerisch unterscheiden die sich nicht. Ne? Das sind immer dieselben Typen mit denselben Skills. Genauso wie bei allen anderen Fraktionen gibt es dann auch alle paar Runden dann hier eine automatische Aktualisierung, wenn man diese Typen hier nicht kauft. Oder wenn man sie kauft, dann halt ist es hier leer und dann könnt ihr dann letzten Endes dann eine neue nach so und so vielen Runden da erwarten. Und dann gibt es natürlich noch hier die Mark Legions. Wir können einen verfügbaren Flottenplatz jetzt hier anfangen, dafür gleich mal ausgeben. Und zwar kostet uns das dann hier einen von unseren entsprechenden, also der Chaosgott zugeordneten Punkte. Hier die Death Guard hier für einen Nurgle-Admiral. Dann die World Eaters hier für Khorne. Dann haben wir hier noch die Emperor's Children für Slaanesh. Und hier für Tsiinch haben wir die Thousand Suns. Ja, aber auch hier haben wir, so wie es aussieht. Ah, doch, ne, wir haben hier Unterschiede, wie ihr seht. Ne? Wir haben hier zwar immer primär dieselbe Fähigkeit. Also hier vorne ist immer so diese primäre Fähigkeit. Aber die sekundäre Fähigkeit ist eine gottzugehörige Fähigkeit. Hier zum Beispiel der die Allschreckenschwarmwolke. Feindliche Schiffe in einem Radius von 4500 Einheiten um das Schiff herum erleiden 10 Schaden pro Sekunde und die Panzerung wird ignoriert. Verbündete Nörgelschiffe, die sich im selben Radius befinden, gewinnen 2 Rumpfpunkte zurück. Das ist auf jeden Fall interessant. Das erinnert mich auch so ein klein wenig an die Senanitenwolke der Necrons. Der hat hier übrigens dasselbe ebenfalls. Schade, dass wir da keine zweite Auswahl haben. Ach so, ja, und hier gibt es noch einen weiteren Perk hier: Nest der Pestilenz. Das Schiff gewinnt eine zusätzliche Truppe für jeden Truppenschritt. Was auch immer das heißt. Also da muss ich jetzt gerade eben leider passen. Ich habe keine Ahnung, was ein Truppenschritt ist. Weiß ich nicht. So, dann gucken wir mal hier bei den World Eaters. Die haben zum Beispiel dann hier die Fähigkeit Blutvergießergruppen. Es könnte beinahe sein, dass es immer dieselbe Gottfähigkeit ist. Okay. Blutvergießergruppen. Das Schiff führt 10 Angriffsaktionen auf das Ziel durch. Moralverlust, erlittener Truppenschaden mal 10. Reichweite 4500 Einheiten, Winkel 360 Grad. Also das ist quasi sozusagen die total overpowerte Enter-Aktion aus der Hölle, so wie es aussieht. Und dann noch als Perk haben sie hier noch die Khorne-Berserker. Bei der Ausführung einer Enter-Aktion und wird die Chance auf einen kritischen Angriff um 20% erhöht. Also das sind die absoluten Enter-Truppen. Wenn man Khorne spielen will, dann hat man die besten Enter-Truppen, die man sich nur vorstellen kann. Ja, hier haben wir genau das Gleiche. Ja, die sind immer so, wie es aussieht, exakt gleich oder zumindest am Anfang gleich. Ich kann sie natürlich nicht beurteilen, weil wir noch nicht so tief im Spiel drin sind. Dann gibt es jetzt hier noch bei Slaanesh die Verheißung des Slaanesh. Erzeugt eine Welle des Verderbens, die vom Schiff aus in jede Richtung gelenkt werden kann. Feindliche Schiffe, die sich im Wirkungsbereich befinden, werden 5 Sekunden lang inaktiv gemacht. Ihr Schild, Holofeld, Schattenfeld und ihre Verteidigungstürme werden ebenfalls für die gleiche Dauer deaktiviert. Wow, das ist der ultimative Eldari-Killer. Aber auch andere sind, wie ich persönlich finde, da wahrscheinlich ziemlich schnell gefipst. Also, aber wahrscheinlich am allermeisten Eldari. Oder vielleicht auch Orks hier unter Umständen, wenn man die plötzlich einfach mal so komplett stoppen kann, wenn die so anstürmen. Das stelle ich mir extrem mächtig vor. Müsste man mal gucken, ne? Also ob das nicht vielleicht sogar fast zu krass ist, wenn man es richtig kombiniert. Aber vielleicht irre ich mich auch. Und dann gibt es noch die Sirenenkanone als Perk. In der Aufschaltenstellung verursacht der Makro- und Lanzenschaden der feindlichen Schiffen durch dieses Schiff zugefügt wird, ebenfalls einen Moralverlust von 3. Also gut, jedes Mal, wenn man mit der Sirenenkanone getroffen wird, geht die Moral halt auch noch zusätzlich runter. Das ist nett. Und dann gucken wir noch natürlich am Ende bei den Thousand Suns rein, bei Tsiinch. Und da haben wir dann den Wind des Wandels. Erzeugt eine Wolke in einem Radius von 5000 Einheiten rund um das Schiff. Die Wolke bewegt sich mit dem Schiff und verschwindet, wenn diese zerstört wird. Verbündete Schiffe können sich in der Wolke verstecken, genau wie die gewöhnlichen Gaswolken. Die Wolke hält 45 Sekunden an. Ja, das kann unter Umständen sehr praktisch sein, wenn man so sneaky zuschlagen will. Tsiinchs Flammenwerfer ist der Perk. Bei einer kritischen Angriffsaktion erleidet das ausgewählte feindliche Schiff eine zusätzliche Feuer an Bord. Oh, Feuer an Bord ist sehr mächtig. Okay, also ganz im Ernst, die sind bis jetzt alle geil. Also so wie die sich lesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Markt-Legion-Fähigkeiten, die klingen alle geil.
Aber irgendwie für den ganz normal, für das ganz normale Allround-Spiel, glaube ich, ist, das ist Korn eigentlich am besten. Und irgendwie finde ich diesen Typen hier auch so unheimlich, dass ich ihn gleich mal nehmen will. Was hat er hier? Überladene Deflektorschild, der hatte die Augurensonde. Überladene Deflektorschild ist in dem Fall vielleicht sogar das Beste. Wir überspringen das gerade eben mal. Das ist einfach nur jetzt hier gerade eben das ganze bla bla bla, dass wir das jetzt machen würden, wenn wir jetzt hier das ganze Let's Playen würden. Aber das soll jetzt erstmal hier nur ein Überblick sein. So, was jetzt noch kommt, liebe Leute, ist, wir können jetzt hier Welten opfern. Und zwar, wir haben das Ganze jetzt hier erobert. Wir könnten das hier nicht opfern, das ist unsere Heimatwelt. Oder da, wo wir halt gerade eben angefangen haben. Aber hier, wir können jetzt jede dieser Planeten, jede dieser Welten einem der Chaosgötter opfern. Das ist hier da drüben angezeigt. Und ihr seht quasi, dass es davon abhängt, was auf den Planeten drauf ist. Wie viele ja, Payback-Punkte wir bei Korn, Slaanesh, Nurgle oder auch Tsiinch bekommen. Und das kann sich auch, wie ihr, Moment, ich habe es vorhin schon mal geguckt, unterscheiden. Also manche Welten sind hier zum Beispiel wahrscheinlich, ich nehme mal an, das liegt wahrscheinlich an der Alpha-Legion hier, sind einfach manchen Göttern mehr wert. Wie zum Beispiel jetzt hier das hier, die Gabe des Korn, kann ich mir jetzt hier zum Beispiel holen. Zack, die Buff. Und damit habe ich jetzt erstmal nicht nur diese Mission abgeschlossen, sondern auch. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Alles total uninteressant. Damit haben wir jetzt hier zwei weitere Punkte uns jetzt hier geholt. Und diese Welt hier hat jetzt hier diese Markierung bekommen, ist also jetzt hier Korn geopfert. Und wir ja, haben jetzt hier dadurch eine erhöhte Zeit, das Ding hier überhaupt evolutionieren können. Evoluieren? Können, wie auch immer. Ist egal. Wir können es jetzt aber auch noch mit den anderen Welten machen, ne? Das kann jetzt nicht nur eine einzige sein. Wir können damit jetzt hier mal ein bisschen versuchen rumzuspielen. Moment, wichtig zu wissen ist, Leute, wenn ihr eine dieser Fähigkeiten einsetzen wollt, die ich am Anfang schon angesprochen habe, wie zum Beispiel der Korns Zorn, um zum Beispiel diese Flotte jetzt hier zum Angriff zu zwingen, dann müsst ihr hier vier von diesen Kornpunkten haben. Um diese Nurgles Foilies aktivieren zu können, braucht ihr drei dieser Punkte. Das heißt also, ihr senkt dann quasi den Flottenwert der gegnerischen Flotte. Ganz fies wäre es, wenn man es kombiniert, ne? Erst schwächen und dann angreifen lassen. Hier auch drei und hier vier. Also ihr seht, diese Sachen sind unterschiedlich teuer. Ich werde jetzt mal, das würde ich natürlich jetzt nicht machen, wenn ich das jetzt hier original Let's Playen würde. Aber ich werde jetzt mal hier diese Sachen hier so den Göttern opfern, dass wir das hier uns das mal komplett anschauen können. Dann will ich natürlich auch noch hier das mit dem ja, Gabe des Nörgel machen. Mal im Überlegen, wie ich das gerade eben machen will. Also ziemlich mies wäre es natürlich. Warte mal, ich habe eine Idee. Was kostet mich das, um den jetzt hier wegzubewegen? Das war doch hier das Slaanesh Lügen, genau. Nehmen wir mal jetzt hier Slaanesh. Diese Welt hier Slaanesh geopfert. Und jetzt kann ich hier diesen Move machen, diesen Slaanesh Move. Und kann jetzt einfach zu dieser Flotte sagen, sie muss jetzt hier hinfliegen. Genau, und jetzt ist das hier natürlich jetzt komplett offen und ich kann es mir jetzt einfach holen. So, ist meins. Easy Move. Und wir können jetzt hier natürlich auch das hier mit der Korn-Truppe machen. Die ist jetzt gezwungen, uns anzugreifen. Hat uns jetzt hier 4 Punkte gekostet und jetzt will ich gerade mal gucken, aber ich glaube, ich habe nicht mehr genug Welten übrig. Doch, warte mal, das könnte sogar noch reichen. Könnte sogar noch reichen. So, ich schwäche sie jetzt hier natürlich auch noch. Zack. Mehr Punkte haben wir jetzt natürlich nicht zur Verfügung, aber ihr habt gesehen, wie es grob funktioniert. Ihr schwächt damit quasi den Gegner. Das würde man jetzt natürlich nicht machen, wenn der Gegner, sage ich jetzt mal, so schwach ohnehin schon ist. Das machst du natürlich, wenn du was Größeres angreifst, wo du richtig reinbuttern musst und einfach sagst quasi, hey, es wäre schon sehr, sehr praktisch, wenn die gegnerischen Schiffe jetzt hier angeschlagen wären. Aber sei es drum, ja. Für mehr habe ich jetzt leider nicht mehr genug Planeten zum Opfern zur Verfügung. Ich habe so ziemlich jeden Planeten geopfert, der geht. Ja, den hier könnte ich noch opfern für Tsiinch, aber ja, das bringt letzten Endes mir jetzt halt auch nichts mehr, weil ich jetzt halt keine Tsiinch-Aktion durchführen kann. Die ist halt relativ teuer. Tsiinchs Wandel. Um eine Invasion jetzt hier zu starten, müsste ich tatsächlich hier 4 Punkte ausgeben. Aber wir können das ja kurz nochmal zeigen. Ich lade einfach mal ganz, ganz kurz hier diesen Spielstand. Sekunde. Und damit habe ich das jetzt hier gerade eben mal gemacht. Ne? Jetzt haben wir hier genügend Punkte für Tsiinch zur Verfügung und können jetzt hier mal hier den Tsiinchs Wandel hier herbeibeschwören. Und ihr seht, das geht verdammt schnell. Also die sind dann instant da und lockt dann hier tatsächlich
eine gegnerische Einheit oder in dem Fall eine orkische Armee an oder eine Flotte in dem Sinne. Die ist jetzt hier nicht besonders stark. Ich persönlich hoffe, dass die später auch mal ein bisschen stärker werden. Nehmen wir mal an, die sind einfach nur dafür da, um die gegnerische Flotte zu schwächen. Ist gerade eben schwer nachzuvollziehen. Mal gucken, ob wir da noch mehr in der Richtung machen können. Ich opfere jetzt hier mal mehr Planeten Zinsch. Was passiert jetzt, wenn ich das jetzt hier machen würde? Dann kommt hier tatsächlich eine Eldari-Flotte an. Also ihr seht, man weiß nicht genau, was da angelockt wird. Es kommt halt einfach irgendetwas und es scheint einfach hier ein Punktwert momentan am Anfang von 405 zu sein. Ich kann hier die Invasion abbrechen. Das kostet dann allerdings, so wie es aussieht, 5 Schlachtpläne. Oder ich kann sie verzögern, also damit sie nicht sofort ankommt, wenn ich es nicht will. Also ich habe eine gewisse Grundkontrolle darüber, sofern ich Schlachtpläne habe, was ich gerade eben nicht habe. Aber so viel dazu, meine lieben Freunde, hier zu dieser Chaos-Kampagne und ihrer grundlegenden Spielmechanik. Ich bin persönlich gespannt, wie das Ganze sich darstellen wird und ich bin natürlich auch gespannt darauf, wie ihr das Ganze sehen werdet, also ob ihr das auch sehen wollt, vielleicht auch auf meinem Kanal, vielleicht auch mal im Livestream. Ich erwarte natürlich dann dazu entsprechend eure Meinung unten in den Kommentaren. Zeigt mir, ob es euch gefällt, auch mit eurem Daumen. Und ja, damit kann ich im Grunde eigentlich mich nur noch verabschieden und ja, vielleicht noch darauf hinweisen, am Ende auch nochmal, dass ihr das Ganze hier natürlich bei Games Planet kaufen könnt, auch vorbestellen könnt, auch wenn das momentan da derzeit noch, so wie es aussieht, noch eingerichtet wird, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade eben aufnehme. Und ja, wenn ihr das Ganze dann über meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung kauft, bekommt es höchstwahrscheinlich günstiger. Ich bekomme aber auch eine Provision und die bezahlt nicht ihr. Das ist auch sicher, denn ihr, das ist im Preis schon mit inbegriffen. Bloß den Preis kenne ich halt aktuell noch nicht, weil es sehr, sehr früh ist. Ich habe diese Version jetzt hier heute am 20.06.2019, also 6 Tage vor Release, bekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich bei jedem, der das Video bewertet hat, der einen Kommentar dagelassen hat oder erst recht vielleicht sogar, dass hier an Freunde, Verwandte, Bekannte, Kollegen und so weiter und so fort, die sich ebenfalls dafür interessieren könnten, weiter empfohlen hat. Ich bin raus, macht's gut, Tschüssi und Ade.